In dem Video schauen wir uns die Teil-2-Aufgabe Kondensator an. Also, wichtig sind hier mal, ist hier der folgende Zusammenhang. C ist Q durch U, also das hier ist einmal ganz, ganz wichtig. Und dazu sollten wir wissen, was C, Q und U bedeuten. Da steht ganz klar, Q ist die Ladung, U ist die Spannung und C ist die Kapazität und C wird in Farad angegeben. Also das sind mal die wichtigsten Informationen. Und wie gesagt, ganz wichtig ist eben hier die Information, dass C gleich Q durch U ist. Weil diese Information brauchen wir jetzt auch gleich in der Aufgabenstellung A. Da steht, ein Kondensator mit einer bestimmten Kapazität C, also C ist gegeben für uns, das ist jetzt irgendeine Konstante, auf jeden Fall natürlich eine positive Zahl, wird bis zur Ladungsmenge Q1 aufgeladen. Die gemessene Spannung U von Q1 hat den Wert U1. So. Skizzieren Sie in der nachstehenden Abbildung die Spannung U beim Ladevorgang am Kondensator in Abhängigkeit von der Ladung Q. Also wir sollen im Endeffekt diese Funktion U von Q, die sollen wir zeichnen. So, was wissen wir von U von Q? Wir wissen auf jeden Fall laut Angabe, dass die gemessene Spannung an der Stelle Q1 den Wert U1 hat. Also das wissen wir. Ja. Also wir wissen, U von Q1 ist U1. Das heißt, wir kennen den Punkt P und der Punkt P ist Q1, U1. Wir haben nämlich auch hier bereits das Koordinatensystem gegeben. Wir haben hier Q1, U1. Das heißt, der Graph U muss auf jeden Fall hier dann durch den Punkt durchlaufen. Und der Punkt ist dann eben hier. Also hier müssen wir schon mal fix durch. Und das ist dieser Punkt P, den ich hier angegeben habe. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie schaut der Graph von U aus? Und dazu nehmen wir jetzt diese Formel her, die wir am Anfang gegeben haben. C ist Q durch U. Jetzt müssen wir das natürlich einmal umformen nach U ist gleich, weil hier die Funktion U gezeichnet werden soll. Das heißt, wir brauchen quasi das U auf der linken Seite. Ich rechne mal U, damit das U nicht mehr im Nenner ist. Dann haben wir U mal C ist Q. Und jetzt dividiere ich noch das C auf die rechte Seite. Also U ist Q durch C. Oder als Funktion geschrieben kann ich auch schreiben, U von Q ist gleich 1 durch C, weil das ja C unsere Konstante ist, mal Q. Und C ist jetzt eben, wie gesagt, eine positive reelle Zahl. Naja, und welcher Zusammenhang haben wir hier? Das hier können wir quasi als Konstante anschauen. Nennen wir das K. Dann sehe ich, ich habe hier einen linearen Zusammenhang. Also die Funktion U wird eine Gerade sein. Die ist homogen, weil ich habe kein D, also da ist kein plus 7 oder so, also keine Konstante, die dazu addiert wird oder subtrahiert wird. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall, dass die Funktion auch durch 0, 0 gehen muss. Und das heißt, ich muss im Endeffekt ja nur mehr den Ursprung mit dem Punkt P verbinden und dann haben wir hier jetzt die Funktion U gezeichnet. Und damit ist dieser Ausgleichspunkt hier auch bereits erledigt. Als nächstes steht hier, die in diesem Kondensator gespeicherte Energie W kann mit Hilfe der Formel W ist das bestimmte Integral von 0 bis Q1 von U von Q dq berechnet werden. Geben Sie eine Formel für die gespeicherte Energie W in Abhängigkeit von U1 und C an. So, damit wir das machen können, sollte man generell einfach mal dieses bestimmte Integral ausrechnen. Ich glaube, das ist mal der logische erste Schritt. Also, W ist das bestimmte Integral von 0 bis Q1 von der Funktion U von Q dq. Statt U von Q kann ich jetzt unsere Funktionsgleichung einsetzen, die wir uns vorher bestimmt haben. Das heißt, statt U von Q kann ich auch Q durch C schreiben. Wobei C eben jetzt da die Kapazität ist und die ist eine gegebene Konstante, eine positive. Also kann ich, wir können uns hoffentlich erinnern an die Regeln des Integrals, ich kann das C, das 1 durch C auch als Konstante vorm Integral schreiben, dann lande ich bei dem Schritt. So, jetzt integriere ich das Q. Das ist leicht, Q integriert wird Q Quadrat halbe. Also haben wir 1 durch C mal in Klammer Q Quadrat halbe. Und jetzt muss ich noch obere minus untere Grenze rechnen. Die obere Grenze ist Q1, die setze ich einfach ein für Q. Und wenn ich 0 einsetze, ist glaube ich klar, 0 zum Quadrat halbe ist 0. Also bleibt mir eh nur die obere Grenze übrig. Also habe ich 1 durch C mal Q1 zum Quadrat halbe minus 0. Ist gleich 1 durch C mal Q1 Quadrat halbe. Also kann ich eben das Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechnen. Also einmal Q1 zum Quadrat ist Q1 zum Quadrat im Zähler und C mal 2 sind 2C im Nenner.
Jetzt bin ich aber noch nicht fertig, weil nämlich in der Angabe etwas ganz Wichtiges steht. Ich soll W in der Abhängigkeit von U1 und C angeben. Jetzt hätte ich es aber in der Abhängigkeit von Q1 und C. Das heißt, ich muss das Q1 wegbringen und durch ein U1 ersetzen. Und dazu nützt mir wieder folgende Information. Erstens einmal, ich weiß, dass die Funktion U durch den Punkt Q1, U1 durchrennt. Und U ist ja Q durch C. So, jetzt weiß ich, wenn ich hier Q1 einsetze für Q, dann kommt U1 raus. Also U1 ist gleich Q1 durch C. Also ich habe jetzt dafür Q1 eingesetzt und ich weiß, da muss U1 rauskommen, weil die Funktion U ja durch diesen Punkt durchrennt laut Angabe. So, und jetzt können wir das Ganze so lang umformen, bis ich eine Formel da habe, dass ich Q1 zum Quadrat ersetzen kann. Das heißt, ich rechne mal C, dann weiß ich C mal U1 ist Q1. Das bringt mir jetzt schon mal mehr, aber hier in der Formel haben wir ja drin Q1 zum Quadrat. Das heißt, ich brauche hier auch ein Q1 zum Quadrat. Ist kein Problem, ich quadriere einfach die ganze Gleichung. Und dann habe ich C Quadrat mal U1 Quadrat ist Q1 Quadrat. Also einfach die ganze Gleichung quadriert. Und jetzt habe ich genau den Zusammenhang, den ich da oben zum Ersetzen brauche. Ich kann statt Q1 da oben, kann ich jetzt diesen Ausdruck da oben für das Q1 zum Quadrat einsetzen. Und was machen wir jetzt da? Ich habe dann jetzt da im Zähler stehen, C Quadrat mal U1 zum Quadrat durch 2C. Ich kann hier das Quadrat und dafür das C kürzen. Und dann bleibt mir übrig, entweder C mal U1 zum Quadrat halbe. Ich wäre an der Stelle schon fertig. Also wer jetzt unterstreichen würde und aufhören würde, hätte bereits das Beispiel richtig gelöst. In der Lösung von der Matura-Angabe haben sie das dann aufgeteilt. 1/2 mal C mal U1 zum Quadrat ist das gleiche. Ja? Also quasi hier wäre schon richtig. Das ist natürlich auch richtig. Da wäre es nicht richtig. Ja? Also wer hier aufhören würde, an der Position hier, hätte keinen Punkt. Weil es gibt für die Aufgabe leider nur einen Punkt laut Bewertungsschema und da muss wirklich das Q1 durch U1 ersetzt sein, sonst war leider die Mühe umsonst. So, B. Hier habe ich jetzt da die Formel gegeben, U von T ist U Stern mal 1 minus E hoch minus T durch Tau. Ich weiß, dass U Stern positiv ist und die an den Kondensator angelegte Spannung ist. Und Tau größer 0, also Tau ist auch positiv, ist eine charakteristische Konstante. Und der Ladevorgang beginnt bei T ist gleich 0. So, die Zeit, die nach der die Spannung U von T zwischen den Kondensatorplatten 99% der angelegten Spannung U Stern beträgt, wird als Ladezeit bezeichnet. Bestimmen Sie die Ladezeit eines Kondensators an Abhängigkeit von Tau. So, also, ich weiß jetzt da, 99% ist, wenn ich mal 99% von U Stern habe, dann habe ich die Ladezeit erreicht. Also, 0,99 mal U Stern ist U Stern mal die 1 minus E hoch minus T durch Tau. Ja, also einfach eine reine Wachstumsformel ist das. Ja? Und ich weiß, ich brauche 99% der Anfangsspannung U Stern, deswegen eben 0,99 mal U Stern. Und jetzt ist das ganz normal umformen. Ich soll es nach T ist gleich umformen. Also machen wir das. Ich kann da mal die ganze Gleichung durch U Stern dividieren. Dann bleibt mir übrig 0,99 ist 1 minus E hoch minus T durch Tau. Jetzt durch Platz tauschen. Ich rechne das plus E hoch minus T durch Tau auf die linke Seite und minus 0,99 auf die rechte Seite. Dann schaut die Gleichung mal so aus. Auf der rechten Seite kann ich jetzt 1 minus 0,99 ausrechnen. Dann haben wir E hoch minus T durch Tau ist 0,01. Jetzt will ich das T, das E muss verschwinden. Also wissen wir schon, wir brauchen den Ln, damit das E verschwindet. Auf der linken Seite verschwindet es einfach und auf der rechten Seite haben wir dann Ln von 0,01. Und jetzt rechne ich einfach mal minus Tau auf die andere Seite. Und dann haben wir T ist gleich minus Tau mal Ln von 0,01. Und damit sind wir fertig. Also das ist eine ganz normale Wachstumsgeschichte, die sollte eigentlich kein Problem sein. Und als nächstes sollen wir für die momentane Änderungsrate der Spannung zwischen den Kondensatorplatten in Abhängigkeit von T, also wir sollen einmal die Formel dafür angeben, für die momentane Änderungsrate. Und dann sollen wir noch zeigen, dass die Spannung während des Ladevorgangs ständig steigt. Machen wir im zweiten Schritt.
Momentane Änderungsrate ist hoffentlich für jeden klar, das ist der Differentialquotient, das ist die erste Ableitung. Also müssten wir die Funktion u von t ableiten. U' von t ist gleich u' mal, u' ist eine Konstante, also ist ein konstanter Faktor, bleibt erhalten. Also müssen wir nur die Klammer ableiten, der 1er fällt weg, das Minus bleibt. Wir wissen beim Ableiten der e-Funktion, das ist eine Kettenregel, ich muss minus t durch tau ableiten und nach vorn multiplizieren. Wir leiten ja nach t ab, also aus dem t wird ein 1er, bleibt minus 1 durch tau und das e an sich verändert sich ja nicht, also bleibt e mal minus t durch tau. Also das ist einmal die Ableitung von der Klammer. So, minus minus wird hier plus, also streicht sich das Vorzeichen. Also habe ich einfach u Stern mal 1 durch tau mal e hoch minus t durch tau. Ich kann das auf einen gemeinsamen Bruch schreiben, weil das sind hier quasi Eintel. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Also die Klammer kann ich weglassen, habe ich u Stern mal e hoch minus t durch tau und im Nenner steht noch tau. Und das u Stern kann ich jetzt, wenn ich möchte, auch noch auf den Bruch multiplizieren. Ich habe hier auch Eintel. Also haben wir u Stern ist u Strich, ist u Stern mal e hoch minus t durch tau. Damit haben wir mal die erste Ableitung. Wer übrigens hier aufgehört hätte in der Position, hätte es schon richtig. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wer es hier aufgehört hätte, hätte schon richtig, hätte schon einen Punkt. Und im zweiten Schritt sollen wir ihm noch zeigen, dass es ständig steigt. Wir wissen ja, wann steigt es. Naja, wir wissen, dass es dann steigt, wenn u' von t immer größer 0 ist, dann ist es streng monoton steigend, die Funktion u. Also müssen wir uns hier überlegen, ist das wirklich immer größer als 0? Da müssen wir eigentlich kaum was tun. Wir wissen, dass u Stern ist ja per Angabe bereits größer als 0. Wenn ihr zurückgeht, beziehungsweise ihr seht es ja im Blatt Papier. Also u Stern ist die Anfangsspannung, die angelegt wird, die ist positiv. Dieses Tau ist die charakteristische Konstante, die ist auch per Angabe positiv. Also wissen wir schon mal, das ist positiv. Und jetzt müsste man auch zeigen, dass die e-Funktion positiv ist, weil dann wäre hier alles positiv. Und wenn ich mit lauter positiven Zahlen multipliziere und dividiere, dann weiß ich, dass fix auch was Positives rauskommt. So, und das e hoch minus t durch tau ist jetzt eine Exponentialfunktion. Und die ist ja in dem Fall eine abnehmende, warum? Weil das hier oben eine negative Zahl ist im Zähler. Und wenn sie abnehmend ist, dann schaut die Zerfallsfunktion ja so aus. Man sieht, sie geht noch ein bisschen weiter zur x-Achse ran. Aber auf jeden Fall, sie ist immer größer als 0, die e-Funktion. Ja, die schneidet nicht die x-Achse. Das ist ja eine ganz wichtige Information, die wir schon öfter gebraucht haben beim Gleichung lösen, dass das e nicht 0 ist. Deswegen kann ich das oft immer gleich wegdividieren. Und auch hier ist es so, dass e ist nicht 0 und auch nicht negativ. Ja, das ist immer positiv. Also weiß ich auch, dass das positiv ist. Ja? Und das heißt, wenn auch das positiv ist, dann folgt ja für mich das daraus, dass u' von t größer als 0 ist, für alle t größer gleich 0. Und daraus folgt wiederum, dass meine Funktion u streng monoton steigend ist. Und damit sind wir fertig.